Weiter geht's mit Let's Play Black Mirror 2, weil mich John gerade tierisch annervt und ich dauernd draufgehe und das ist mir jetzt gerade zu blöd. Da muss ich dann doch warten, bis ich das nötige Equipment habe, um es eventuell in etwas größer zu spielen, damit ich wenigstens mehr erkennen kann. Ja, ist egal, dann spielen wir halt hier weiter. Gibt ja auch noch eine Menge zu tun. Wir müssen nämlich in Angelinas Zimmer rein. Dafür brauchen wir einen Schlüssel von hier. Und dafür muss er weg. Und deswegen würde ich sagen, wir lenken ihn mal etwas ab. Und dafür gehen wir raus. Hier ist nämlich ein Laubhaufen. Ein großer Haufen nasser Blätter. Ein Gärtner muss sie mit dem Rechen vom Rasen zusammengekehrt haben. Oh, okay. Ich dachte, er sagt da mehr zu. So, und da können wir jetzt den Alkohol draufschütten. Warum sollte ich den guten Tropfen einfach wegschütten? Nein, können wir nicht. Aber vielleicht können wir es einfach anzünden. Mit einem Streichholz allein könnte ich diesen Haufen nie und nimmer anzünden. Auch die Blätter im Inneren sind etwas feucht. Das Streichholz würde sie nicht einmal zum Kokeln bringen. Ja, ja. Also nehmen wir das Zeitungspapier. Das hat schon bei Baphomets Fluch funktioniert, um feuchte Blätter anzuzünden. Ich habe das zerknüllte Zeitungspapier in die Mitte zu den nicht so nassen Blättern gesteckt. Braucht man Papier. Wuhu. Das Zeitungspapier brennt. Die Blätter in der Nähe kokeln vor sich hin. Richtig brennen werden sie wohl nicht, dazu sind sie zu feucht. Macht nix. Jetzt können wir Murray aber sagen, hör mal, dein Laden fackelt ab. Wichtig ist, dass wir Hömmer sagen. Mary? Hömmer heißt das. Braucht es. Ich hoffe, uns brennt nicht das Hotel überm Kopf ab. Vermaledeit! Oh! Da läuft er. Solange Mary draußen das Feuer löscht, kann ich Angelinas Schlüssel unbemerkt mitnehmen. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 13. Hoffentlich finde ich in Angelinas Zimmer Hinweise auf ihren Verbleib. Er hat Verbleib gesagt. Diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte... Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Du bist ein Schlitzohr. Ja. Ich habe jetzt nicht gerade wirklich Schlitzohr, sondern Schlitzohr gesagt. Aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Schön, dass ich euch auf meine Fehler auch noch hinweise. So, Angelinas Zimmer mit einem kaputten Fernseher. Ein ganz normaler Röhrenfernseher. Wie ihn jeder zu Hause hat. Ja, ich habe auch noch einen, aber ohne Antenne und meiner hat eine Fernbedienung. Zitronen. Interessant. Mehrere aufgeschnittene Zitronen. Und in einer steckt ein Holzspan. Ein dickwandiges, aber relativ flaches Glas. Normalerweise trinkt man Hochprozentiges aus solchen Gläsern. Aha. Überdecke. Eine dicke, schwere und sehr altmodische Überdecke. An den Rändern sind überall Wollfäden befestigt. Eine dicke, schwere... Okay, da sagt er auch nichts Neues zu. Schrank? Mal sehen. Einige Kleiderhaken, eine Kleiderstange, einige Schubfächer. Alles leer und blitzblank. Mhm. Oh, da ist ein Foto, das haben wir gemacht. Was ist das? Eins der Bilder, die ich von Angelina gemacht habe. Das muss ein Hinweis für mich sein. Genau, sie wusste schon vorher, dass sie entführt wird. Ich weiß ja nicht. Falls sie überhaupt entführt worden ist, versteht sich. Tatsächlich. Auf der Rückseite des Bildes befinden sich einige weiße Zettel. Ja, und da Angelina hier Zitrone benutzt hat, können wir davon ausgehen, dass sie die Nachricht mit Zitrone geschrieben hat. Seltsam. Es sind zwei Bögen Schreibpapier, zweimal gefaltet. Aber es steht nichts drauf. Genau. Entweder es ist eine Geheimbotschaft, geschrieben mit unsichtbarer Tinte, oder die leeren Zettel an sich sollen ein Hinweis sein. In dem Fall wüsste ich aber nicht, worauf. Damit die Schrift sichtbar wird, müssen wir das Papier ein klein wenig ankokeln. Und dafür tun wir jetzt hier Hochprozentiges in das Hochprozentiges Glas
hochprozentigen Glas, whatever. Es läuft nie was aus der Flasche raus, so wie der schüttet, wäre auch alles daneben gegangen. Das Glas ist halb gefüllt. Besser als halb leer. Und zünden das an. Das kann nicht funktionieren. Egal, ob das Rum oder Whisky ist, selbst wenn es Brennspiritus wäre, ich brauche eine kleine kontrollierbare Flamme. Ah. Es fehlt ein Docht. Und wo haben wir gerade kleine Wollfäden gefunden? Hier. Die Decke stecke ich nicht ein. Aber so einen Wollfaden kann ich als Andenken mitnehmen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas weiterhilft. Okay, den tun wir jetzt da rein. Ausgezeichnet. Der Wollfaden saugt den Alkohol auf und dient als Docht. Damit habe ich sowas wie die älteste künstliche Lichtquelle der Welt neu erfunden. Jiha, du bist so ein Held. Die Jugend forscht. Ach, nicht das Messer, das war jetzt dumm. So. Tada! Es werde Licht. Hervorragend. Mein kleines Feuer brennt. Das funktionierte auch schon vor 10.000 Jahren. Aber was fange ich nun damit an? Die vor 10.000 Jahren hochprozentigen und Streichhölzer hatten, weiß ich aber nicht. Wir halten die Blätter drüber. So, mal sehen. Ah, endlich. Das ist Angelinas Nachricht. Wollen wir da mal schauen. Sonntag. 16 Uhr. Ich weiß nicht, was das Besondere an Willow Creek sein soll. Alles wirkt verlassen und arm und einsam. Hoffentlich muss ich Darren nicht enttäuschen. Er hat mir so geholfen. Und nun hoffe ich wirklich sehr, dass ich auch ihm helfen kann. Sonntag, 21 Uhr. Murray, der Portier, ist ein verflixtes Schlitzohr. Er hat mir für jede kleine Information Geld aus der Tasche gezogen. Das mache ich nicht nochmal mit. Morgen gehe ich zur Bibliothek. Ein Stadtmuseum soll es auch geben. Vielleicht finde ich da etwas über Darrens Schloss. Montag, 11 Uhr. Black Mirror wurde im 14. Jahrhundert von den Brüdern Marcus und Mordred Gordon erbaut. Die Brüder zerstritten sich und führten sogar Krieg gegeneinander. Bis heute leben Nachfahren dieser Gordon-Linie auf Black Mirror Castle. Doch sie werden bald aussterben. Der letzte junge Gordon starb vor 12 Jahren durch Freitod. Montag, 14 Uhr. Ich habe etwas über dieses Baumsymbol, das Darren auf Reginald Boris' Ring entdeckt hat, herausgefunden. Das Symbol wird in der Chronik der Familie Gordon erwähnt. Auch in der Bibliothek bin ich darüber gestolpert. Das Symbol steht für einen Geheimbund, eine Art Sekte, die irgendwelche dunklen Mächte beschwören will und dafür über Leichen geht. Was, wenn Boris einer von denen ist? Montag, 16 Uhr. Im Pub habe ich erfahren, dass die Leute im Dorf glauben, über dem Schloss Black Mirror und den Gordons läge ein Fluch. Vielleicht ändere ich das Thema meiner Diplomarbeit. Ich würde viel lieber über verfluchte Schlösser schreiben. Der gute Professor Hubbard wird von der Idee nicht gerade begeistert sein. Montag, 21 Uhr. Er ist hier. Reginald Boris ist hier in Willow Creek. Ich habe ihn eben gesehen, wie er ums Hotel geschlichen ist. Was mache ich nur? Ist er wegen mir hier? Ausgerechnet jetzt, wo ich den Gang untersuchen will. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Aber ich werde eine Versicherung abschicken. Huch, jetzt war ich etwas langsam. Ich hoffe, ihr musstet nicht allzu lange Stille genießen, denn ich musste mir mal eben was überziehen. Es ist doch ein bisschen frisch. Egal, wir haben jetzt also was erfahren über eine Sekte. Und Sekten sind immer gut, weil denen kann man an allem die Schuld geben. Oh Mann. Reginald Boris. Angelina hat Nachforschungen angestellt und Boris hat sie dabei erwischt. Jetzt hält er sie gefangen und will er mich herlocken? In Maine wollte er mit mir auf eine Reise gehen. Geht es hier um mich? Was immer der Grund für all das hier ist. Angelina hat damit nichts zu tun. Sie ist in Gefahr geraten, weil sie mir helfen wollte. Es ist meine Schuld, wenn ihr etwas zustößt. Ich sollte ins Dorf und mich da umhören. Angelina war dort. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wer zu diesem Orden gehört, vor dem mich Angelina gewarnt hat. Gute Frage. Also, geh mal raus.
Und ins Dorf. Ich hätte eigentlich auch über die Karte gehen können, ist egal. Nee, wir haben gar keine Karte. Erschreck dich doch nicht so. So gruselig sieht er auch wieder nicht aus. Ha, das kennt man ja schon. Was meinen Sie? Eine junge, hübsche Dame trägt einige Bücher durch die Gegend und verliert sie vor den Füßen des Helden. Nun, ich bin Bibliothekarin hier. Es hat also seine Richtigkeit, dass ich hier Bücher durch die Gegend trage. Jung? Hübsch? Ja, das lasse ich gelten. Aber wieso glauben Sie, Sie seien ein Held? Sie sind Bibliothekarin? Dann können Sie mir doch bestimmt Wissenswertes über diesen Ort erzählen, Miss... Valley. Sie sind Amerikaner? Ah, da unten... Darren Michaels. Oh, okay, hört gleich. Man es so deutlich. Oh ja, lassen Sie mich überlegen. Ihr Akzent ist nicht rotig. Das heißt, Sie sprechen das Phonem R nicht am Ende einer Silbe oder vor anderen Konsonanten. Und Sie sprechen das A sehr breit. Das ist der berühmte Bostoner Akzent. Erstaunlich. Ich komme wirklich aus Boston. Hört, hört. Ich habe mein halbes Leben in Büchern verbracht. Da bleibt so einiges hängen. Dann können Sie einem Yankee bestimmt etwas über Willow Creek erzählen. Was wollen Sie wissen? So, also, ich finde sie hübscher als Angelina. Das hat man gerade unten auf dem Bild nicht so erkannt, aber ich finde wirklich, dass sie hübscher ist. Tolle Haarfarbe und, naja, an den Schuhen müssen wir noch arbeiten. Ich meine, es gibt nichts Grässlicheres als Ballerinas. Aber, ja, ich mag sie. Sie hat auch eine sympathischere Stimme. Angelina tut eher so, als würde sie ein Porno synchronisieren, ist dabei irgendwie sehr arrogant. Ich weiß nicht, ich mag sie nicht. Mag aber auch am Namen liegen, denn ich kenne jemanden, der Angelina heißt und einfach nur durch und durch scheiße ist. Ja, so viel dazu. Also, dann fragen wir doch mal Valley nach dem Sanatorium. Ich wohne im Gordon's Palace Hotel. Ja? Lassen Sie sich vom alten Murray übers Ohr hauen? Das Gebäude soll ja eine fürchterliche Vergangenheit haben. Allerdings. Es scheint, als hätten alle männlichen Gordons nicht alle Tassen im Schrank. Der Fluch der Gordons. Bitte sagen Sie mir, dass Sie nicht an diesen Blödsinn glauben. Früher habe ich es nicht. Bei euch Engländern schert man sich zu sehr um Geistergeschichten. Hey, wo gehst du hin? Das ist der obligatorische Dorfpub. War nie ein toller Laden. Aber seit der alte Besitzer fort ist, geht es steil bergab. Was ist das denn jetzt für eine Überleitung? Der neue Besitzer ist Tom. Der Kerl da im Chili-Stand. Der Jahrmarkt ist noch ein paar Tage hier. Und ich würde nicht darauf wetten, dass er nochmal zurückkommt. Das war jetzt etwas seltsam. Warum bringt sie uns denn hier hin? Das hatte doch gar nichts damit zu tun, dass die Engländer zu sehr auf Geistergeschichten hören. Ich verstehe es nicht. Egal. Was gibt es Wissenswertes über Willow Creek zu berichten? Nicht viel. Vor gut 1000 Jahren muss es die erste Siedlung gegeben haben. Es gibt Fundstücke aus dieser Zeit. Einen Steinkreis im Wald, wie ich gehört habe. Ja, den gibt es. Richtig los ging es hier aber erst im 13. Jahrhundert. Damals wurde ein Kloster hier in der Nähe gebaut. Außerdem eine Kirche und die ersten Teile des Schlosses. Und in jüngerer Zeit? Sie sprechen von den Morden. Das ist jetzt 12 Jahre her. Lassen Sie uns nicht davon sprechen. Okay, warum nicht? Jetzt führt sie uns zur nächsten Station, so wie es aussieht. Vielleicht rennt sie auch nur vor uns weg und wir stalken die jetzt so ein bisschen. Netter Hüftschwung beim Laufen. Da hinten am Rathaus ist mein kleines Reich. Die Bibliothek. Vielleicht, weil hier sonst so wenig los ist, gibt es hier in der Gegend etliche Leute, die viel und gerne lesen. Ach, leider häufig die falschen Dinge. Trivialliteratur und billigster Schund sind angesagt. Nichts gegen Trivialliteratur. Ich lese auch gerne Trivialliteratur. Das Schloss in der Nähe ist das berühmte Black Mirror Castle? So ist es. Die Bewohner haben das Schicksal dieser Gegend über hunderte von Jahren beeinflusst. Mal positiv, mal negativ. Wie meinen Sie das? Die ganze Gegend hier gehört den Gordons. Früher wurde im Schloss entschieden, was im Dorf zu passieren hat und was nicht. Und wer lebt heute im Schloss? Lady Victoria Gordon, die letzte der Gordons. Ihr alter Butler Bates und die Witwe ihres verstorbenen Bruders, Lady Eleanor. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Bedienstete. Eleanor, die kennen wir doch auch noch. Das ist die aus Wales. Wie kann sie ihr wunderschönes kleines Schlösschen in Wales aufgeben? Es war so ein tolles Haus.
Das ist das Museum. Wenn Sie mehr über Willow Creek wissen wollen, sind Sie da gut aufgehoben. Zumindest im vorderen Teil. Was ist im hinteren? Der neu eröffnete Sensationsteil. Billige Effekttascherei. Gruseln und Aufgeilen am Leid anderer. So ist es doch immer. Aber wir können mehr darüber erfahren. Was ist mit dem Sensationsteil? Was passt Ihnen daran nicht? Es geht nicht um Aufklärung, nicht um Wissen. Es geht um die Zurschaustellung von Blut und Qualen. Ich fürchte, das interessiert die Leute. Ja. Weil sie gaffen wollen. Das sind dieselben Leute, die bei einem Unfall lieber fotografieren, als zu helfen. Naja. Sie scheren sich nicht um die Schicksale, die hinter dem Spektakel stecken. Okay, reg dich nicht so auf. Aber wir stehen doch alle auf Blut und Leichen. Ich hätte doch Rechtsmedizinerin werden sollen. Können Sie mit dem Symbol eines Baumes, dessen Wurzeln in die Äste übergreifen, etwas anfangen? Woher kennen Sie das? Sie wissen was darüber? Sie sollten das schleunigst wieder vergessen. Ich bin in Maine darüber gestolpert und würde nun gerne wissen... Maine? Sie sagten doch Boston. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ey! Einen schönen Tag noch. Hier geblieben. Miss Valley, hören Sie! Hui, ist die auf einmal schnell. Weg ist sie. Was sollte das denn? Gute Frage, Darren. Das frage ich mich auch. Sehr mysteriös. Ja, hier ist das Museum. Willow Creek Museum. Das Schild haben sich die Einwohner sicher was kosten lassen. Naja. Eine Regentonne. Yay! Ein großes Fass. Darin soll sich wohl das Regenwasser sammeln. Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Ah, wieder was gelernt. Schön, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Museum. Erst dieser vermeintlich günstige Flug und dann liegt der Flughafen am Arsch der Welt. Die Taxifahrt hierher war teurer, als wenn wir einen Privatjet gemietet hätten. Jetzt reg dich doch mal ab, Albert. Ach, und dann ist der Reiseführer von deiner Freundin auch noch total veraltet. Du warst doch froh, dass wir keinen kaufen mussten. Dass sich hier in ein paar Jahren so viel verändert, konnte ja keiner ahnen. Ja, lass mich einfach in Ruhe, okay? Da hat wohl jemand Abenteuerurlaub erwartet. So, ich würde gern einen Cut machen, aber vorher möchte ich euch noch eben zeigen, wie der Sensationsteil hier aussieht. Alles andere gucken wir uns nächstes Mal an. Genau, versteck dich nicht da im Schrank. So. Den fand ich nämlich sehr unterhaltsam, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Vor allem, weil Samuel überhaupt nicht wie Samuel aussieht. So, hier kann man Knöpfe drücken. Ja, ich finde, das hat irgendwie was. Das können wir uns noch angucken. Der wahnsinnige Samuel Gordon ermordet den angesehenen Arzt Dr. Heinz Herman in einem Blutrausch. Er enthauptet den beliebten Arzt in seinem Haus in der Nähe des Dorfes. Habt ihr gesehen? Die sind gerade Eingeweide oder sowas hochgeflogen. Ein Häcksler? Was soll das denn? Häcksler aus dem Garten des Schlosses Black Mirror. Von wem stammen die geheimnisvollen Blutspuren im Inneren des Häckslers? Welche grausamen Geschichten könnte dieses Gerät über seine ehemaligen Besitzer erzählen? In was für blutrünstigen Verbrechen spielte er eine einschneidende Rolle? Ein Mysterium, das vermutlich niemals geklärt werden wird. Schwachsinn. Aber man muss zugeben, dass es was hat. Es sind auch keine Eingeweide, sondern Blut, aber... Hat irgendwie was. So, hier ist noch ein Knopf. Hier scheint es um einen Mord an einem Jungen zu gehen. Jüngstes Opfer der Mordserie wurde der erst 12 Jahre alte Vic V. Er wurde unweit des Dorfes an einem Steinkreis im Wald brutal ermordet. Hier sind einige Bilder des Steinkreises. Zeugenaussagen... Ein Statement der Polizei, Zeitungsausschnitte.
Wie es scheint, wurde damals zunächst ein Ritualmord vermutet. Heavy-Metal-Satanisten im Blutrausch. Ich dachte, es waren Wölfe. Naja. Mit diesem Sensationsteil, wirklich sensationell, verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann im nächsten Part.